Paul Serene ist durchgedreht. Und meine Medikamente? Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Und hier kommen wir ins Spiel. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, nur wenige Minuten vor der Explosion. Sie müssen sie finden, und zwar sofort. William? Neue Informationen über Martin Hedge. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich. Quantum Break. Episode 4. Rettungsbootprotokoll. Nein! Dr. Holden? Was gibt es? Das Protokoll wurde eingeleitet. Okay, kommen Sie. Das kann doch nicht wahr sein. Dafür haben wir keine Zeit. Ich muss meine Familie aufwecken. Ihre Familie wird nicht gebraucht. Dr. Emerald. Ja, hi. Folgen Sie mir bitte. Ich wusste, dass du nicht auf mich hörst. Es war nur zur Sicherheit. Sobald der Kronon... Ich weiß, was es war. Es ist nicht zu stoppen. Das war doch der Punkt, nicht wahr? Du hattest den Zeitpunkt nicht zu entscheiden. Wir stecken da gemeinsam drin. Du und Joyce. Ihr habt das Labor gesprengt. Das Labor? Ihr habt mich sabotiert. Und dann bist du hierher gekommen, hinter meinem Rücken. Das war Martin. Ich habe dir vertraut. Er will diesen Riss. Ehrlich. Hör auf. Weißt du, was mich an dir immer fasziniert hat? Deine Fähigkeit zu manipulieren. Sie hat dich sehr weit gebracht. Sie hat uns weit gebracht. Und es gab eine Zeit, als ich dachte, dass es noch weitergeht. Es ist noch nicht zu spät. Was? What?
Amateure. Na los, Fiona. Geh ran, geh ran, geh ran. Na los, na los. Komm, geh ran. Geh ran. Beth, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber hier ist Fiona. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich hören? Hier ist Fiona. Kannst du mich hören? Beth, es hat nicht geklappt. Es tut mir leid. Ich konnte das Protokoll nicht finden. Fiona Miller? Ja, ja, hallo? Hier ist Jack Joyce. Beth erzählte, dass ihr kooperiert. Du könntest meine letzte Chance sein. Was ist passiert? Serene. Ich konnte nichts mehr für ihn tun, aber Fiona, es gibt etwas, das wir tun können. Ich muss etwas finden, das Will als die Gegenmaßnahme bezeichnet hat. Hey! Es hat 12 Seiten, klein, metallisch. Sieht aus wie ein Fußball. Der CFR. Der was? Der Kronon-Feldregulator, die Gegenmaßnahme. Dann kann er den Riss schließen. Untergeschoss 5.
Oh, shit. Wir müssen reden. Pass auf. Ich habe mich geirrt. Okay? Jack Joyce. Wir... Er kann mit dem CFR den Riss schließen, aber dafür muss er ihn bekommen. Der CFR versorgt diesen Ort mit Energie, Fiona. Ja, aber ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Jack Joyce gesprochen und er braucht ihn. Aber wenn du Joyce den CFR gibst, ist das Rettungsboot erledigt? Nein. Das ist nicht der... Nein, die Leute hier unten. Sie können das lösen, sie können den Riss schließen. Das ist doch, was du von Anfang an wolltest. Diese Leute, das ist Monarch, okay? Die haben uns das hier eingebrockt. Glaubst du denn, dass sie sich in Dreck um uns scheren? Dir ist schon klar, um was du mich bittest. Also, wie lautet der Plan, wenn wir Monarch erreichen? Wir müssen irgendwie aufs Rettungsboot gelangen. Liam, was tust du denn da? Liam, tu das nicht! Sir? Sir? Liam Burke, er versucht bei Monarch einzudringen. Na komm, na komm! Jack, hier ist Charlie, hör zu. Er befindet sich ganz oben im Monarchturm. Du befolgst meine Anweisungen ganz exakt. Jack? 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 Fiona, Jack. Hör auf. Nein, nein, nein. Hör zu. Die Sicherheit da oben ist der absolute Wahnsinn. Er wird es nicht reinschaffen. Hey, 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 warte! Warte! Ich muss das hier zu Ende bringen. Ich weiß, aber ich bin derjenige, der geht. Das CFR-Verteidigungssystem. Er schafft das nicht alleine. Nur ich kann ihm helfen. Ich meine, du gehörst hierhin. Hier bist du nützlich. Ich bin nur Ballast, ich bin lediglich ein besserer Schlosser. Warum lässt du jetzt nicht jemand anderen den Helden spielen? Okay, toughes Mädchen. Jeder braucht IT, Charlie. Leck mich. Hey, Charlie. Bist ein guter Kerl. Ich weiß. Wissen Sie, wer ich bin? Wir kennen uns. Sie sind einer von Monarchs Elite. Und angeblich der Verräter. Ich bin kein Verräter. Ich weiß, was Sie wollen. Sie beschützen, was Ihnen wichtig ist. Ich will auch beschützen, was mir wichtig ist. Wir wollen dasselbe. Ich brauche Ihre Hilfe.
Und Sie brauchen meine. Sie suchen das Rettungsboot. Nicht wahr? Und Sie wissen, was uns bevorsteht. Ich habe ein Team dort unten, das den Riss schließen wird. Die Zeit wird weiterlaufen. Aber nicht, wenn der CFR ungeschützt ist. CFR? Er ist unser Schlüssel. Er macht das Rettungsboot erst möglich, versorgt es mit Energie. Aber meine Feinde wollen ihn zerstören. Sie könnten sich darum kümmern, dass er sicher ist. Und wenn dies alles vorbei ist, Ihre Frau könnte auf Sie warten. Ich könnte Sie mitnehmen. Sie würde überleben. Liam? Wovon redet er da? Ich muss nur... Denken Sie daran, was passieren könnte, wenn wir da unten völlig schutzlos wären. Keiner würde gerettet werden. Ich will, dass du mit ihm gehst. Er bringt dich zum Rettungsboot. Ich komme nach, wenn alles vorbei ist. Geh, Emily, geh. Geh mit ihm. Auf der obersten Ebene des Monarch-Gebäudes. Dort finden Sie den CFR und einen Striker-Anzug. Das ist alles, was Sie brauchen. Meine Freunde. Wir haben viel geändert. Die Welt. Das Universum. Wir sind die ersten Wesen mächtig genug, das Gefüge zu lösen, dessen Teil wir sind. Und nun müssen wir fest daran glauben, dass wir mächtig genug sind, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben Opfer gebracht. Wir alle haben Opfer gebracht. Aber wir sind nicht hier, um für uns selbst zu arbeiten. Wir sind hier für unsere Familien, für die Menschheit. Um Geschichte zu ändern, um Geschichte zu schreiben. Direkt hier. Und jetzt? Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern, deshalb kann ich nicht bei euch sein. Aber ich weiß, dass ihr erfolgreich sein werdet.
Geht doch. Hab dich. Joyce, das CFR-System ist offline. Du bist dran. Es kann losgehen. Rühr das verdammt nochmal nicht an! Ich kann nicht! Ich kann nicht, Liam! Verpiss dich, verdammt! Hau bloß ab! Joyce braucht ihn. Joyce? Joyce kann den Riss schließen, Liam. Jetzt verpiss dich hier endlich, Charlie. Ich bleibe hier. Jetzt verschwinde hier! Ich bleibe hier, du musst mich schon umbringen. Zum letzten Mal. Nur über meine scheiß Leiche! Denn in diesem Moment, Liam, denke ich nicht nur an mich selbst. Du weißt nicht, was Joyce tun wird. Ja, das stimmt. Aber ich vertraue Fiona. Und sie vertraut Joyce. Also muss ich ihm auch vertrauen. Denk nach. Schütze das Rettungsboot, du rettest deine Frau. Wir schließen den Riss. Wir alle sind gerettet. Okay. Also, mach, bring mich um. Das macht keinen verdammten Unterschied. Aber wenn du Joyce umbringst... What? Ihre Wahrnehmung ist gestört, Liam. Die Welt, die Sie kennen, diese Welt endet. Aber das Ende der einen Welt ist nur der Anfang einer anderen. Meine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt wird es ein Gleichgewicht geben. Alter. Take your time.